Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem großen Payware Add-on Metropol Ruhr und fahren heute die Rücktour der Linie 259 hier vom ZOB in Bottrop wieder über dem Goetheplatz und den Oberhof in Gladbeck zurück nach Gelsenkirchen und dort zur Bucher Straße. So, und jetzt müssen wir einmal hier ums Karree fahren, um an die entsprechende Starthaltestelle zu kommen. Und wer das vorhergehende Video gut verfolgt hat, der weiß, dass ich ein klein wenig Verspätung angesammelt habe. Jetzt versuche ich mal hier durchzukommen, ohne die Kollegen zu groß zu irritieren. So, wir müssen nämlich einmal wieder hier durch und Starthaltestelle ist nämlich da drüben. Und dann hört, glaube ich, auch das Geruggel gleich auf. Deswegen beeile ich mich mal hier mit dem vielen Erzählen. Ich glaube, hier war auch eine Ampel, die habe ich jetzt einfach mal ignoriert. Aber ignorieren sollte ich nicht da hinten den Bordstein. So, und Abfahrt ist die 259 hier von. Hier ist es, genau. Wir müssen nämlich einmal schön ums Karree fahren. Nächste Haltestelle am Trapez. Das kommt erst noch. Jetzt kommt erstmal die Haltestelle 259. Hallo. Dann ganz schnell einsteigen. Wir haben schon 3 Minuten. Menschenskinder, das hätte man doch alles schon holen können. 280 bitte. Tagesticket, okay, dann 7,10. Bitteschön. Und dann willst du noch was zurückhaben, ne? Bitteschön. So, los, einsteigen, Leute. Ja, ihr mit eurer Extra-Gehen hier immer. Kommt rein, los. Wollt ihr noch einen Fahrschein haben? Ein Kind, bitte. Na, das hab ich mir doch gedacht. 1,70 bitte. Und 30 zurück. Was ist mit dir? Du hast. Dann geht's jetzt los. Und jetzt fahren wir auch zum Trapez. So, und dazu muss ich irgendwie hier rauskommen. Habe ich hier eine entsprechende Ampel? Oh Leute, ich habe so viel Verspätung. Ich bin mal so frech und fahre mal hier über die grüne Ampel. Sonst wird es immer später. Ja, ich weiß, ich müsste die Busampel benutzen. Ich gebe es ja zu. So, 2,59, da oben steht sie dran. Ja, Rückweg habe ich nicht abgeflogen, aber sollte in etwa so sein, wie ich ihn schon auf der Hintour gesehen habe. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, und mit was fahren wir denn eigentlich? Ich habe euch zwar gesagt, wo wir sind und was wir fahren, aber nicht, was, womit wir fahren. Wir fahren natürlich mit einem C2G Euro 6 Motor im Heck, Automatik-Schaltgetriebe von ZF. Und das Ganze ist ein Freeware-Paket, nämlich vom MX200, jawohl. So, jetzt sollte da ein Bild sein und jetzt werden wir uns mal langsam entspannen und versuchen mal die Verspätung nicht noch übermäßig mehr werden zu lassen. So, am Trapez, das müsste ja dann da sein. Ist denn da jemand, der mit möchte? Ja, bestimmt. Wollt ihr mit? Dann einsteigen, bitte. Hallo. Guten Tag. So, noch ist grün, noch ist frei hinter uns. Dann versuchen wir doch mal rauszufahren. So, nach Gladbeck müssen wir bestimmt jetzt gleich abbiegen, weil aus der Richtung sind wir ja auch gekommen. Und es ist grün. So, und jetzt sind wir eigentlich auf dem Linienweg, den wir einschlagen wollen.
Irgendwie vergisst er auch immer beim Neuladen die Lichteinstellung, habe ich jetzt auch gerade erst festgestellt. Kenne ich auch so vom MAN-NLC, der vergisst auch die Lichteinstellung. Hallo? Hi. Was war denn los? Och, nicht beschweren. Einfach mal zügig durchgehen. Ich versuche die Verspätung so gering wie möglich zu halten. Aber das liegt auch ein bisschen mit an euch, liebe Fahrgäste. Zügig durchgehen, zügig einsteigen. Guten Tag. Beim nächsten Mal müssen Sie Ihre Pinkelpause aber verschieben, guter Mann. Das entscheidet. Dass Sie hier jedes Mal zu spät antanzen. Immer noch ich. Und wenn die Blase drückt, dann geht's am Teil mal auf die Hütte. Und dann müsst ihr 2 Minuten später mitkommen. So, und jetzt, wie gesagt, ich versuche was rauszufahren. Wird sich wahrscheinlich nicht ganz machen lassen. Vielleicht haben wir ja auf dem Goetheplatz ein bisschen Luft. Oder am Oberhof. Schauen wir mal. So, da leuchtet irgendwas auf meinem Arbeitsplatz, aber das sehe ich jetzt leider nicht. Geht hoffentlich dann irgendwann wieder aus. So, dann bitteschön. Guten Tag. Warum kommen Sie so spät? Einmal bitte. Ach Leute, wenn ich schon so spät bin, hättet ihr die Fahrkarte doch schön holen können. Zack, zack, zack und 20 jo, zurück. Bitteschön. Einmal Schüler bitte. Na, du bist mir ziemlich groß für einen Schüler, bitteschön. Dankeschön, Wiedersehen. So, haben wir noch grün? Wir haben noch grün. Dann zügig los. Ja, ich quäl den Bus ein wenig. Seh's ja ein. Nächste Haltestelle am Weckelsberg. So, Omsi, einmal nachladen bitte. Danke. So Leute, es ist grün. Guten Tag. Hallo. Nächste Haltestelle, Nordring. Nicht so weit Vorlauf, meine Dame. Es wird hier eingestiegen. Guten Tag. Hallo.
Nächste Haltestelle, Buchenstraße. Hallo. Nächste Haltestelle, Eigenmarkt. Ach, das mit den parkenden Autos ist Mist hier. Muss man wirklich wie in Berlin immer auf der zweiten Spur bleiben? Ich finde das so hässlich. Ja, ich war jetzt kürzlich beruflich eine Woche in Berlin und bin dort auch ein Stückchen gefahren mit dem Auto. Ja, und da ist es wirklich so zweispurige Straße, aber die rechte Spur ist nur noch Parkspur. Schlimm ist das, finde ich. Ja, ich sehe es gerade, hier ist durchgestrichen. Ich fahre trotzdem jetzt hier geradeaus. Zumal ich ja auch in die Haltestelle bin. Ja, das habe ich mir gedacht. Sorry, Leute. Ja, ihr wollt jetzt alle aussteigen, dann bitteschön. Ich weiß, das war jetzt falsch gewählt, aber ich wollte einfach zügig vorankommen. Hallo. So, wie viele steigen jetzt aus? Alle? Hallo. Dann kann ich nicht immer wirklich was dafür. Weil der hätte es ja eigentlich sehen können und außerdem waren zwei Spuren. Warum muss man da auf einmal rüberziehen? Ja gut, okay. Es geht auch ein bisschen auf meine Kappe. Ich hätte mich richtig einordnen sollen. So, wieder die Parkspur. Gut. Nächste Haltestelle. Saarter Straße. Ja, und wir sind innerhalb Orts und da geht eine 50. So, ist denn da jemand? Wenn, dann ist das nach der Kreuzung. Ja, da ist jemand. Läuft nicht so weit. Hier ist Einstieg. Guten Tag. Moin. Einmal bitte. Was hätte man denn gern? Hosenknöpfe, Reißverschlüsse. Hätte ich sonst noch was im Angebot? So viel Kleingeld. Nein. Nutze den Automaten, der da steht. Nutze die entsprechende Mobilanbindung, wo man sich Fahrkarten kaufen kann. Solltet ihr doch eigentlich kennen. Ja, ich könnte natürlich auch den Umsi-Einstellungen einfach den Fahrkartenverkauf abschalten. Nächste Haltestelle. Schön, passiert Neuer dann nichts mehr. So. Lalalala. Gleich sind wir eh aus Bottrop raus. Ist denn da jemand? Nein. Gedrückt hat auch niemand. Hier, Leute, ein bisschen vorsichtig mit dem Gas, ich weiß. Nächste Haltestelle, Hornstraße. Nächste Haltestelle, Vosbrinkstraße.
Nächste Haltestelle, Maria-Theresien-Straße. Guten Tag. Lässt du mich rausfahren oder fährst du erst vorbei? Ja, fahr vorbei. Ist ja nicht so, dass ich nicht blinke. STVO Paragraph 20. Wenn der Bus blinkt, ihn doch bitte die Ausfahrt aus der Haltestelle ermöglichen. Eieieiei, ich hab's heute aber echt mit meinem Bleifuß. Sorry dafür. So, dann grüßen wir doch mal den Kurs. Doch. Hab ich zu spät gesehen, sorry dafür. Damit stehe ich jetzt aber schön noch hinten draußen. Guten Tag. Entsprechend kann der Weise nicht vorbei. Eieieiei, heute ist aber echt, obwohl ich die Pedale durchgetreten habe und eigentlich relativ zaghaft auf selbigen drauf rumtrete, ist ganz schön Gas am Spielen. Guten Tag. Guten Tag. So, du wartest, das finde ich sehr löblich. Dankeschön dafür. Nächste Haltestelle, Ellinghorster Straße. So, du läufst zur Haltestelle. Möchtest du auch mitfahren? Bist aber sehr am Bordstein unterwegs. Aber es könnte ja sein, dass du mitfahren möchtest. Noch? Nein? Gut. Ja. Ist okay. So. So, und jetzt biegen wir nicht nach rechts ab, sondern es geht für uns geradeaus weiter. Jawohl. Nächste Haltestelle, Tilsiter Straße. Da müssen wir dann auf die Busspur fahren. Auch wenn da niemand ist. Vielleicht drückt da noch jemand. Oder es hüpft jemand aus dem Gebüsch. Ich sehe aber niemanden hüpfen. Gut, dann fahren wir jetzt ganz normal die Busspur weiter und dann müssen wir da abbiegen. So, entsprechend ordnen wir uns gleich einmal links ein. Naja, die Ampel hat uns wenigstens gesehen. So, was sagt denn unsere Verspätung? 2,5 Minuten noch? 2 Minuten noch? Na gut, schauen wir doch mal. So, jetzt ich. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Oertelsburger Straße. Guten Tag. Hallo. Hallo.
Guten Tag. Ein Fahrschein. Tageskarte. Tageskarte 710, bitte. Schön. Guten Tag. Immer durchgehen, alle einsteigen, es sind genügend Plätze frei. So, alle versorgt, alle versorgt. Nächste Haltestelle, Wittringer Straße. Da waren wir jetzt gerade. Nächste Haltestelle, Wittringer Schule. Guten Tag. Moin. So, für uns geht es auf der Busspur und geradeaus. Da ist schon rot und ich habe kein grün. Doch, dankeschön. So, da gucken wir noch einmal. Manchmal steht ja irgendwas neben uns. Aber das passt. Nächste Haltestelle, Stadtbad. Hallo. So, der normale Verkehr muss hier nach links abbiegen. Wir dürfen geradeaus in die verkehrsberuhigte Zone. Entsprechend müsste ich jetzt eigentlich auch langsamer fahren als 30. Warum steht dann eigentlich hier nochmal Vorfahrt gewähren? Weil... Nun ja. Nächste Haltestelle, Willy-Brandt-Platz. Hallöchen. Kommst du rangelaufen, ein Stück, Mini-Jung? So. Guten Tag. Ist gerade schön frei, dann können wir auch hier reinfahren. Schön weit rein. Und blinken. Halt, das andere blinken, das wir raus wollen. Und dann sind wir am Goetheplatz. Und dann war das, glaube ich, so, dass wir hier hinten halten müssen. Nächste Haltestelle, Willy-Brandt-Platz. Ne, da waren wir schon. Wir sind jetzt am Goetheplatz. Nächste Haltestelle, Goetheplatz. Mahlzeit. Hallo. Ruckel und da fahren wir nur über Pflaster. So, hier müssen wir ein bisschen weiter ausholen, aber ich denke mal, die Ecke kennt ihr ja nun schon zur Genüge. Haben wir ja nicht schon mit diversen Linien, sind wir hier schon lang. Nächste Haltestelle, Oberhof.
Einmal Stoppschild beachten. Das machen wir doch glatt. So, und dann gucken wir mal, was hier so kommt aus der Richtung. Gerade kam ein Fahrzeug. Oh, da fährt mal was Schönes lang. So, da ist aber Platz. So, und dann weiß ich aber gar nicht die 259. Ach Leute, wenn ihr euch so anstellt, dann fahre ich direkt an euch an allem vorbei. Und die 259 hält, glaube ich, da vorne. Ich sehe es. So, dann rollen wir mal ran hier. Mann, hier steht aber auch knäpplich am Bordstein, Leute. Bitteschön. So, und wir haben die Verspätung abgebaut. Guten Tag. Dann schauen wir doch mal, wie viel wir jetzt hier Zeit hätten zum Stehen. Nicht wirklich, aber wir sind wieder im Plan. Das ist doch schön. Ich hätte gerne eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, dann einmal 2,80 bitte. Ich gehe mal davon aus, du willst was zurückhaben. Bitteschön. Der nächste ohne Fahrschein. Moin. Es ist fast Mittag und du sprichst von Moin. Hi. Und im Norden an der See sind wir auch nicht, dann würde ich es vielleicht sogar verstehen. So, ich sehe schon, ihr habt alle Fahrscheine. Dann können wir direkt losdüsen. So, alle drin? Perfekt. So, dann einmal blinken, einmal in den Spiegel schauen. Da hinten steht sich immer noch alles platt. Wir ziehen dann die Ampel vor. So. Hättest gerade aussteigen können, war genügend Zeit. Hui. Interessante Geschichte. Hoffentlich wird es wieder besser. Das hängt mit meinem Wetter zusammen. Ah, jetzt hat er es hingekriegt. Gut. Nee, ist gut jetzt. Versuchen wir mal weiterzufahren. Mal sehen, ob sich das wieder bessert. Ja, ich habe nämlich festgestellt, wenn man auf reales Wetter stellt, dann holt sich OMSI in regelmäßigen Abständen im Hintergrund die entsprechenden Wetterdaten. Und dann kommt es natürlich zu solchen kleinen Phänomenen. Marktplatz. So, machen wir doch mal grüßen. Gegenkurs. Hallöchen. Ja, aktuell fahre ich noch mit aktuellen Wetterdaten. Vielleicht nehme ich die auch irgendwann wieder raus, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt. Schauen wir mal. Also aktuell habe ich es noch eingestellt. Ich habe aber vorher mein Wetter entsprechend gesichert, dass ich es wieder einstellen kann. Hallo. 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 Ein Ticket. 2,80 bitte. Oh, jetzt ist aber mal gut mit die Fehlermeldung. Meine Herren, bitteschön. Sieht so aus wie eine Wechselstube. So. Es ist gerade grün. Nee, das war noch grün. Das nutze ich einfach noch, weil wir müssen nämlich ja durch und geradeaus.
Nächste Haltestelle, Marktplatz. War mal schön. Nächste Haltestelle, Festplatz. Hallo. Tag. Eine Busfahrt bitte, guter Mann. 2,80 bitte. Bitte schön. So, jetzt geht es fast auf direkten Weg Richtung Gelsenkirchenburger Straße. Natürlich machen wir vorher noch mal einen kleinen Schlenker. Nächste Haltestelle, Steigerweg. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Kiebitzheidestraße. Hallo. Tag. Was soll ich denn bezahlen? Na, ich würde mal sagen, die üblichen 2,80 bitte. Was? So teuer? Da kann ich ja gleich mit dem Taxi fahren. Dann mach das. So, weiterhin 30, okay. Nächste Haltestelle, Heiligkreuzkirche. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Helmutstraße. Guten Tag. Also ihr braucht da nicht nochmal drücken, Türen sind auf und dann könnt ihr aus- und einsteigen. Nächste Haltestelle. Wilhelmer Straße. Hallo.
richtig bis rein, dass wir rumfahren können. Genau. Und dann schön außen rum. Du wartest. Du wartest. Dankeschön dafür. Ah, ich sehe schon. Aha, ihr seht mich blinken, entsprechend fahrt ihr raus. Sehr gut, weil da hinten ist es nämlich auch langsam am Bordstein dran, da wird es langsam kritisch. So, einmal rum hier und dann sind wir da auch richtig da. Bordstein, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, dann, bitteschön. Ne, gedrückt hat hinten niemand, nur hier vorne. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Rethelstraße. Guten Tag. Mahlzeit. Einmal nochmal bitte. Na dann, 2,80 bitte. Dankeschön. Weiter geht's. Nächste Haltestelle, Neustraße. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tageskarte hätte ich gerne. 7,10 bitte. Schön, ihr seht selber, wir haben schon wieder Verspätung. Naja, dann ist es so. So, jetzt müsste es gleich links reingehen in das Wohngebiet noch einmal. Nächste Haltestelle, Münsterländer Straße. Guten Tag.
Nächste Haltestelle, Münsterländer Straße. Ne, da waren wir gerade. Hallo. 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 Ein einfaches Tagesticket, bitte. 7.10. Geht das so oder muss ich das entwerten? Alles gut. So, bitte. Kommt da noch mehr aus der Richtung? Ja, bis der Blaue da ist, bin ich vorbei. Nächste Haltestelle, Sauerländer Straße. So, da ich nicht weiß, was mich da drüben erwartet, holen wir mal entsprechend weit aus. Was wir vielleicht gar nicht müssten, aber ich mach's einfach mal. Guten Tag. Hatte ich euch schon mal gefragt, ob das mit den kurzen Halteabständen wirklich so im Ruhrgebiet ist? Ich mach's einfach noch einmal, vielleicht kriege ich ja diesmal eine Antwort. Hallo. Nächste Haltestelle. Petruskirche. Da waren wir gerade. Nächste Haltestelle. Greifswalder Straße. Guten Tag. Ich hätte gern eine Tageskarte. 7.10 bitte. Ach, hast aber das Sparschwein ordentlich geplündert immer. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, die kommende Haltestelle sieht genauso aus wie die, an der wir gerade abfahren. Mal schauen, wie das sich dort verhält. So, und du könntest aber nimm fahren hier. Ach, die Dame läuft erstmal noch auf den Straße. Gut. Nächste Haltestelle, Nelkenstraße. So, und da müssen wir natürlich auch wieder ranfahren. Ach, wir haben diesmal gerade einen Bahnsteig. Gut, dann geht das ja. Ich dachte, ich muss wieder so reinfahren wie bei den anderen. Aber es ist auch nicht wirklich besser, weil was machst du, wenn dir hier jetzt was entgegenkommt? Hallo, eigentlich müssen die... Ich möchte gern ein normales Einzelticket haben. Genügend Abstand halten, dass da was passt. 2,80 bitte. Dass man notfalls nochmal rangieren könnte. Gut, da wollte auch noch da hinten jemand aussteigen. Gut. Dann müssen wir jetzt mal A, dem Stoppschild Beachtung schenken. Und B, den querenden Verkehr. Das sieht aber gut aus. So.
behaupte mal, die 30 sind immer noch aktuell. Melkenstraße. Waren wir doch gerade, oder nicht? Nächste Haltestelle. Rosenstraße. Die Rosenstraße, jawohl. Hallo. Nächste Haltestelle. Kärntner Ring. So, und hier muss ich jetzt wirklich gucken. Ich bin zwar auf der Hauptstraße, aber die Straße ist ja nicht wirklich breit, aber das sieht gut aus, das passt. So, rum mit uns. Und dann haben wir es ja auch schon fast geschafft. Dann sind wir schon wieder fast an der Bohrer Straße zurück. Schauen wir doch mal. Es wäre grün. Und dann versuchen wir doch mal durchzuziehen. So, ihr wollt noch die eine Haltestelle mit. Ja, dann soll es so sein. Bitte alle eine Tageskarte, dass es sich auch lohnt. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Burau Straße. Fürs Linksblinken steht er auf der völlig falschen Spur. Ich weiß ja, wo es mal gesagt haben. So, die 259 terminiert ganz hier hinten. So, da wir aber schön gerade ziehen können, rolle ich mal noch schön vor bis ein bisschen weiter. So, dann bitteschön. Und dann sind wir zurück mit ein wenig Verspätung, aber wir sind losgefahren genau mit 5 Minuten Verspätung und kommen an mit 2 Minuten und 11. Na, das geht doch. So, und da sind wir auch angekommen. Fahrzeug sichern und dann gehe ich mit euch noch raus, während die Leute aussteigen. Ja, und da sind sie auch schon alle raus, beziehungsweise da vorne noch nicht. Das war jetzt auch die Rücktour der Linie 259 vom Bottroper ZOB kommend über Goetheplatz und Oberhof in Gladbeck bis hierher, bis nach Gelsenkirchen zur Bucher Straße. Ja, und das Ganze mit einem C2G. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video, wenn wir dann die 260 fahren, und da bin ich echt am Überlegen, wieder mit dabei sein, ob ich da gleich nochmal den Kollegen hier raushole oder ob ich nach Bottrop den Zopf fahre und mir einen anderen Fahrzeug hole, weil die 260 fährt nämlich hier ums Eck direkt gleich los. Lasst euch mal überraschen, wie gesagt, im nächsten Video werdet ihr es dann sehen. Ja, und bis dahin sage ich jetzt erst einmal Tschüss.